Hallo, ich bin Valentin vom Yoga Team Berlin und ich lade dich ein zum Espresso Flow. Yoga statt Espresso als idealer Wachmacher. Komm dafür einmal auf deine Matte und komm in den Fersensitz. Den Fersensitz kannst du dir gerne polstern, zum Beispiel mit einem Kissen zwischen den Füßen und dem Gesäß. Oder du kannst dir auch einen Klotz zwischen die Füße packen und dich dann mit dem Gesäß auf den Klotz setzen. Leg die Hände ganz entspannt auf die Oberschenkel und wir beginnen mit einem ganz langsamen Kamelritt. Mit der Einatmung heb dein Herz weit nach vorne, während du die Schultern zurückziehst. Mit der Ausatmung mach den Rücken so rund, wie es dir möglich ist. Zieh den Nabel und die ganze Bauchdecke nach innen. Zieh auch das Kinn zum Brustbein. Schulterblätter weit auseinander gefächert. Einatmen, komm wieder weit nach vorne. Schultern zurück, Brustkorb weit nach vorne, nach vorne. Ausatmen, wieder zurück in den Rundrücken. Mach dich so rund, wie es geht. Einatmen, wieder nach vorne. Und ausatmen, wieder zurück. Das mach für dich in deinem Rhythmus weiter, diesen Kamelritt. Und wenn du möchtest, werde dynamischer, werde schneller. Ja. Du kannst, wenn dir das gut tut, sehr dynamisch werden. Achte dann darauf, dass dir der Kopf nicht in den Nacken fliegt, oben, ja, wenn du nach vorne kommst mit dem Brustkorb. Atme tief ein und aus. Beginn die Praxis gleich mit großem, kraftvollem Atem. Super. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Komm mit der Ausatmung nach hinten in den Rundrücken. Mach dich nochmal so rund, wie es geht. Mit der Einatmung richte dich wieder ganz auf, zieh die Schultern nach hinten und nach unten. Halte die Einatmung, halte die Einatmung. Heb den Brustkorb noch etwas mehr, zieh den Nabel leicht nach innen und senk dein Kinn nach unten. Und dann atme aus, löst das auf, komm mit den Händen nach vorne in den Vierfüßler. Stülp die Zehen um und komm in einen ersten abwärts schauenden Hund. Hier im Hund schüttel mal den Kopf aus. Nein, 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 nein. Schüttel den Kopf auch mal. Ja, 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 ja. Roll nach vorne in das Brett mit der Einatmung. Und hauch dich einmal zurück in den abwärts schauenden Hund. Sitzhöcker ziehen ganz nach hinten und nach oben hinaus. Nochmal nach vorne ins Brett rollen mit der Einatmung und zurückhauchen in Adho Mukha Svanasana, abwärts schauender Hund. Und dann komm wieder nach vorne in das Brett und bleib hier. Zieh die Schultern nach hinten weg von den Ohren, zieh die Nabel etwas nach innen, fächer deinen oberen Rücken so ein bisschen nach oben auf, ja, als wolltest du die Schulterblätter noch ein bisschen mehr auseinanderbringen. Schieb die Fersen hinten aktiv nach hinten, nimm die Füße mal ganz zusammen hinten. Atme ruhig und tief. Lass dein Gesicht entspannt. Und jetzt heb den rechten Fuß etwas ab vom Boden. Beide Beine sind gestreckt. Atme hier tief ein. Mit der Ausatmung schieb dich zurück in den dreibeinigen Hund. Das rechte Bein lang nach hinten oben raus. Einatmen, komm wieder nach vorne in das Brett. Der rechte Fuß ist kurz über dem Boden. Und aushauchend schieb dich weit zurück in den dreibeinigen Hund. Einatmen, wieder nach vorne in das Brett, Schultern weg von den Ohren. Aushauchen, schieb weit nach hinten raus. Jetzt heb das rechte Bein ein bisschen höher mit der Einatmung und zieh das Knie vor zur Stirn mit der Ausatmung. Rücken wird rund, Nabel nach innen. Einatmen, streck das Bein wieder lang nach hinten oben raus, öffne die Hüfte. Zieh das Knie diagonal zur linken Achselhöhle weit nach vorne, verlager mit dem Gewicht weit in die Arme nach vorne. Einatmen, streck das Bein wieder lang nach hinten oben raus. Und zieh das Knie zur rechten Achselhöhle oder zum rechten Oberarm weit nach vorne. Einatmen, streck das Bein nochmal lang nach hinten oben. Zieh das Knie wieder zur Stirn, schau nach vorne und setz den Fuß vorne ab zwischen den Händen. Rechten Fuß etwas mehr nach rechts setzen, hintere Ferse flach.
Hüften gelevelt, komm hoch in den Krieger 1, Virabhadrasana 1. Einatmend streckt die Arme einmal ganz hoch und mit der Ausatmung streckt die Arme einmal ganz zur Seite. Senkt die Schultern, öffne mal die Handflächen nach oben. Sehr schön. Und dann zieh mit den Armen ganz aktiv zur Seite raus. Und du kannst gerne noch einen kleinen Herzöffner praktizieren hier, indem du dein Herz, dein Brustkorb ein bisschen mehr hebst, aber die Nabel aktiv zur Wirbelsäule nach innen ziehst und auch den unteren Bauch nach innen und nach oben ziehst mit jeder Ausatmung. Einatmen hier. Ausatmen, die Hände zum Boden, zurücktreten in den abwärts schauenden Hund. Einmal den Kopf schütteln. Nein, 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 schütteln. Einatmen, komm nach vorne in das Brett. Ausatmen, leg ganz langsam ab in die Bauchlage. Ganz langsam. Mit der nächsten Einatmung, komm in die Kobra, heb dein Herz, aktiv die Schultern zurückrollen in den Rücken hinab. Ausatmen, zurücksetzen auf die Fersen, abwärts schauender Hund. Super. Atme hier tief ein. Atme hier tief aus. Nimm die Knie zum Boden, setz dich wieder zurück in den Fersensitz, gerne wieder polstern den Fersensitz. Hände entspannt auf die Oberschenkel. Los geht's mit einer Runde Kapalabhati. Aktiv durch die Nase ausatmen. Los geht's. Immer nur durch die Nase, aktiv aus, aus, ausatmen. Die Bauchdecke stößt nach innen, innen, innen mit jeder Ausatmung. Bleib ganz dran. Hoch konzentriert, Bauchdecke nach innen, Luft durch die Nase ausstoßen. Lippen bleiben geschlossen. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Atme ganz tief ein, halte, spann alle Muskeln an, ganzes Gesicht einmal zusammenknautschen. Ja, Zunge raus, Löwenatmer, raus damit. Halte die Ausatmung, saug die Bauchdecke nach innen, heb den Brustkorb, heb die Rippen und saug die Bauchdecke unter die Rippen nach oben. Uddiyana Bandha, zieh aktiv die Bauchdecke nach innen und nach oben unter die Rippen. Kinn senken, noch einen Moment halten. Und lösen. Schultern über vorne hoch zu den Ohren mit der Einatmung. Schultern über hinten tief nach unten mit der Ausatmung. Komm nach vorne in den Vierfüßler, zurück in den abwärts schauenden Hund mit der Ausatmung. Du kannst hier im Hund bleiben, wenn du möchtest. Du kannst auch einen Moment in die Haltung des Kindes gehen, wenn du möchtest, wenn du eine Pause brauchst. Und wenn du genug Kraft hast und genug Energie hast, dann mach jetzt mit mir gemeinsam Liegestütze. Komm einmal nach vorne ins Brett mit der Einatmung. Wir machen breite Liegestütze. Setz deine Hände mal ganz breit, vielleicht sogar außerhalb der Matte rechts und links. Ja? Sehr schön. Und dann komm mit der Einatmung nach unten. Vielleicht die Nasenspitze kurz den Boden berühren lassen. Ausatmen, wieder nach oben. Und so geht's weiter. Einatmen, ausatmen, Liegestütze. Sehr schön, bleib dran. Und noch 10 Stück. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Wunderbar. Zurück in den abwärts schauenden Hund. Einmal den Kopf ausschütteln. Hände wieder auf die Matte. Knie zum Boden, noch einmal in den Fersensitz nach hinten. Eine ganz kleine Runde Kapalabhati. Los geht's. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tief einatmen, alle Muskeln anspannen, Gesicht zusammenknautschen, als hättest du in eine Zitrone gebissen. Löwenatmer, Zunge weit raus, ausatmen. Halt die Ausatmung, zieh die Bauchdecke nach innen, wieder Uddiyana Bandha. Bauchdecke so sehr nach innen und nach oben saugen, wie du kannst. Heb den Brustkorb, heb die Rippen dafür. Senk das Kinn, versuch dazu noch Mula Bandha zu ziehen. Unteren Körperöffnung verschließen und nach innen saugen. Sitz Höcker zueinander.
und lösen. Schultern über vorne hoch zu den Ohren mit der Einatmung. Schultern über hinten tief nach unten mit der Ausatmung. Komm wieder nach vorne in den Vierfüßler, zurück in den abwärts schauenden Hund. Einatmen, komm nach vorne in das Brett. Knie, Brust, Bein, Kinn mit der Ausatmung ablegen. Einatmen in die Kobra, heb dein Herz. Und ausatmen, abwärts schauender Hund, Adho Mukha Svanasana. Einatmen, nach vorne in das Brett, Füße ganz zusammen, Schultern zurück, Gesicht entspannt lassen, linken Fuß etwas abheben. Einatmen hier, ausatmen, schieb dich weit zurück in den dreibeinigen Hund. Einatmen, wieder nach vorne ins Brett, linker Fuß bleibt in der Luft. Aushauchend, schieb dich weit zurück in den dreibeinigen Hund, lang nach hinten gestreckt, das linke Bein. Nochmal nach vorne einatmen und wieder weit zurück aushauchen. Einatmen, streck dein linkes Bein höher, Hüfte öffnen. Ausatmen, zieh das Knie vor zur Stirn, runder Rücken, Nabel nach innen. Einatmen, streck das Bein wieder lang nach hinten oben raus. Knie zur rechten Achselhülle, diagonal nach vorne ziehen. Einatmen, nach hinten oben rausstrecken das Bein. Knie zur linken Achselhöhle oder zum linken Oberarm ausatmen. Einatmen, streck das Bein nochmal lang nach hinten oben raus und zieh das Knie zur Stirn. Schau nach vorne, setz den Fuß vorne ab zwischen die Hände. Leg den linken Fuß etwas mehr nach links. Hintere Ferse ablegen, die ganze Fußsohle hinten ablegen. Hüften gelevelt und hoch in Virabhadrasana 1, Krieger 1. Komm nach oben. Einatmen, streck die Arme ganz nach oben. Ausatmen, öffne die Arme wieder ganz zur Seite, als wolltest du diesen Tag herzlich umarmen. Atme groß und tief, atme mal richtig tief ein, bis in deine Lungenspitzen nach unten hinein. Einatmen hier. Ausatmen zum Boden zurück, abwärts schauender Hund. Einatmen nach vorne in das Brett. Ausatmen, Chaturanga Dandasana, Oberarme parallel zum Boden, Schultern bleiben hinten. Einatmen, Urdhva Mukha Svanasana, aufwärts schauender Hund. Ausatmen, Adho Mukha Svanasana, abwärts schauender Hund. Einatmen nach vorne in das Brett. Ausatmen, Chaturanga Dandasana. Einatmen, Urdhva Mukha Svanasana. Ausatmen, Adho Mukha Svanasana. Und ein drittes Vinyasa. Einatmen nach vorne in das Brett. Einatmen, Chaturanga. Kannst natürlich auch immer ein anderes Vinyasa machen, zum Beispiel flach ablegen. Einatmen, hoch, Herz heben. Ausatmen, abwärts schauender Hund. Wenn du hier eine Pause brauchst, geh in die Haltung des Kindes. Wer keine Pause braucht, noch genug Kraft und Energie hat, hier macht mit mir jetzt enge Liegestütze. Komm nach vorne in das Brett, lass die Hände auf der Matte relativ eng neben den unteren Rippen. Wenn du möchtest, kannst du auch auf die Fäuste kommen und die Fäuste ganz stark machen, ja? Das Handgelenk einmal ganz stark und starr machen dafür, wie du möchtest. Atme hier tief ein, atme hier tief aus und dann einatmen nach unten, Schultern bleiben hinten, ausatmen hoch und los geht's, Liegestütze. Atme großzügig und tief. Sehr schön. Und noch 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Herrlich. Zurück in den abwärts schauenden Hund. Einmal die Knie zum Boden, in die Haltung des Kindes. Atmen. Tief und großzügig atmen und alles wahrnehmen, was in dir vorgeht. Diese Aufmerksamkeit immer wieder üben nach innen, weil die Aufmerksamkeit nach außen, die haben wir eh schon immer gelernt, unser ganzes Leben lang. Die Aufmerksamkeit nach innen, die können wir nur selber schulen. Wahrnehmen, was geht in dir vor, wie fühlst du dich? Wie fühlt sich das in der Physis an? Wie fließt dein Blut durch die Adern? Dieses Pritzeln, dieses Prickeln, wenn du sowas Aktives gemacht hast. Spürst du deinen Herzschlag? Alle Phänomene, die du hier beobachten kannst. Wahrnehmen.
dich immer tiefer spüren, immer intensiver spüren. Streck die Arme wieder nach vorne aus, komm in den Vierfüßler, zurück in den abwärts schauenden Hund. Ein Vinyasa, einatmen nach vorne, deine Wahl, Chaturanga, Kniebrust, Bein, Kinn oder flach ablegen. Herz heben mit der Einatmung, Schultern weit zurück. Ausatmen, zurück, abwärts schauender Hund, Adho Mukha Svanasana. Komm dann nach vorne in dein Brett mit der Einatmung, Vashisthasana rechts, komm auf die rechte Hand, auf die Außenkante des rechten Fußes, Seitstütz. Becken heben, Nabel nach innen, linken Arm lang nach oben strecken und jetzt die Baumvariante, den linken Fuß oben aufsetzen. Wenn es alles zu viel ist, dann leg einfach unten das rechte Knie ab. Ja, mach normalen Seitstütz mit dem abgelegten rechten Knie. Wer in der Baumvariante ist, setzt den linken Fuß jetzt hinter sich ab, links hinter sich und kommt in die Rückbeugenvariante. Heb dein Herz, lass den linken Arm über vorne hängen, heb, 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 atme tief ein. Durch den Mund einmal aushauchen. Jetzt komm einmal mit dem Po tiefer, nimm den Arm zurück und mit der Ausatmung wieder hoch, Arm wieder weit nach vorne und das Herz heben, das Becken heben. Noch einmal, Po wieder ein bisschen tiefer, Arm zurück, einatmen und noch einmal weit das Herz öffnen. Öffnen. Komm zurück zur Mitte und wechsle die Seiten. Linke Hand auf die Außenkante des linken Fußes, beide Füße flexen, rechten Arm lang nach oben, Baumvariante, rechten Fuß aufsetzen. Heb dein Becken, Nabel nach innen und dann setz den rechten Fuß hinter dir ab. Und komm in die Rückbeugenvariante. Weit, weit, weit öffnen das Herz, den rechten Arm weit über vorne hängen lassen. Jetzt den Po, Becken etwas senken, Arm senken, einatmen und wieder weit nach oben. Durch den Mund ausatmen. Nochmal einatmen, Becken senken, Arm senken und wieder weit öffnen. Nach oben. Und dann komm wieder zurück zur Mitte, fließ durch deinen Vinyasa. Wir treffen uns im abwärts schauenden Hund. Schütte hier einmal den Kopf aus. Atme ein durch die Nase und schnaub aus durch die Lippen. Streck dein rechtes Bein aktiv nach hinten oben raus mit der Einatmung und schwing den rechten Fuß ganz nach vorne zwischen die Hände. Setz hinten die Ferse seitlich flach ab, die linke. Und heb dich mit dem linken Arm über vorne, über oben, nach hinten in den Krieger 2 nach oben. Aber streck hier gleich das vordere Bein. Wir bereiten Trikonasana, das Dreieck, vor. Aktiv gestreckt beide Beine, vorderer Fuß gerade nach vorne ausgerichtet. Hinterer Fuß quer oder ist ein bisschen leicht eingerillt, die Zehen. Zieh mit dem rechten Arm lang nach vorne mit der Einatmung. Mit der Ausatmung setz die rechte Hand aufs Schienbein oder den Handrücken innen am Schienbein ansetzen. Innen am Unterschenkel. Wunderbar. Streb mit dem linken Arm weit nach oben. Öffne den Brustkorb komplett seitlich hier. Versuch mal deinen rechten Sitzhöcker so unter dich runter zu rollen. Unter dich runter zu bewegen. Sehr schön. Atme ruhig und tief. Zieh den Knick der rechten Hüftbeuge weit, weit zurück, aktiv nach hinten, während du den Fußballen unter dem großen Zeh im rechten Fuß unten gut erdest. Versuche auch deine rechte Flanke teleskopartig nach vorne auszuziehen, ja, dass du beide Flanken gleichberechtigt in die Länge ziehst. Jetzt nimm oben die linke Hand wieder an die linke Hüfte, beug das vordere Knie. Setz deine Fingerspitzen der rechten Hand weit, weiter vorne, vor dem rechten Fuß auf den Boden und taste dich langsam nach vorne aufs Standbein für Adho Chandrasana, den Halbmond. Komm nach vorne aufs Standbein. Streck das linke Bein aktiv nach hinten weg. Flex den Fuß hinten. Dreh die Zehen des linken Fußes eher nach oben Richtung Himmel. Öffne jetzt den linken Arm lang nach oben. Atme ruhig. Komplett seitlich ausgerichtet in dieser Asana. Und dann beugt das Knie wieder, tritt weit zurück, nimm die Hand gern wieder an die Hüfte, zurück, Krieger 2. Wenn du hier im Krieger 2 bist,
Dreh die vordere Handfläche einmal um, zieh dich weit nach vorne mit der Einatmung und komm dann in die Reverse, weit nach hinten in die Variante des Krieger 2, indem du mit dem rechten Arm und mit den Fingerspitzen der rechten Hand lang nach hinten strebst zur hinteren Wand. Bleib seitlich ausgerichtet, ist keine Rückbeuge. Ja, ist eine seitliche Dehnung für die rechte Flanke hier. Vergrößertes Atemvolumen. Sehr schön, setz deine rechte Hand innen unten am Fuß ab für den Seitwinkel und komm einmal in den Bind, gebundene Variante. Atme ruhig, kann auch nur der halbe Bind sein, einfach die linke Hand hinter dem Rücken absenken, Stück Stoff von der Hose greifen oder den Oberschenkel greifen oder komplett binden. Dann löst den Bein wieder auf, einen Arm nach unten, einen Arm nach oben, tief einatmen hier, ausatmen, die linke Hand zum Boden, rechten Fuß mehr nach rechts wandern, rechte Hand ist innen am rechten Fuß, hintere Ferse nach oben drehen. Sehr schön. Und jetzt mit der nächsten Einatmung, heb deinen rechten Arm über vorne weit nach oben. Twist zum aufgestellten Bein hier. Und dann senk den Arm wieder nach unten ab und komm in den abwärts schauenden Hund. Einatmen nach vorne in das Brett. Ausatmen, Chaturanga Dandasana. Einatmen, Urdhva Mukha Svanasana, aufwärts schauender Hund. Ausatmen, Adho Mukha Svanasana, abwärts schauender Hund. Wer hier eine Pause im Kind braucht, kann sich diese gerne nehmen. Wenn du einen Handstand-Hop probieren möchtest, dann kannst du das jetzt tun. Aus dem abwärts schauenden Hund, komm mal mit den Schultern so weit nach vorne, dass die Schultern direkt über den Handgelenken sind. Die Arme sind gut gestreckt. Ja, also versuch mal richtig weit nach vorne zu kommen. Du schaust auch nach vorne, genau, so kurz vor die Hände, auch zum Boden, genau. Und jetzt versuch mal, deinen Schwerpunkt, den Schwerpunkt deines Oberkörpers, deines ganzen Körpers, noch weiter nach vorne über die Handgelenke zu verlagern und krall vorne die Fingerspitzen ganz in den Boden. Ja? Krall dich mal richtig mit den Fingerspitzen rein in den Boden. Ja? Das hilft dir, die Balance zu wahren. Und jetzt nimm hinten das Schwungbein nach oben gestreckt, nur das untere Knie beugen und schwing das Bein nach oben und in der Luft wechsel die Beine und komm wieder nach unten, genau. Und dann mit dem anderen Bein, ja, dass du nicht immer nur die Schokoladenseite benutzt, sondern auch beide Beine trainierst als Schwungbein. Und dann versuch dich immer wieder nach vorne zu schwingen und vielleicht hast du für einen Moment das Gefühl, in der Luft zu schweben. Und genau dieser Schwebezustand, wenn du den für einen Moment hast, für eine Sekunde oder einen Bruchteil einer Sekunde, dann ist das genau der Moment, wo deine Balance im Handstand ist. Geh ganz spielerisch damit um. Versuch weit nach vorne das Gewicht zu verlagern. Wenn du so nach hinten wieder immer gleich runterplumpst, dann ist dein Gewicht noch zu weit hinten. Dann komm noch weiter nach vorne mit den Schultern. Und wenn du das ein paar Mal probiert hast, dann kannst du einfach die Knie zum Boden nehmen, dich nochmal in die Haltung des Kindes legen. Wenn du möchtest, mit den Fäusten im unteren Bauch einfach Fäuste machen, die in die Leistengegend setzen oder in den unteren Bauch, Brustkorb, Rippen heben, einatmen, ausatmen, über die Fäuste legen, in das Kind, durchatmen. Und auch wenn wir hier so eine Wachmacherpraxis machen, eine sehr dynamische Praxis, nimm dir deine Pausen. Nimm dir die Momente, es ist wie im Leben, die Momente, in denen du regenerieren kannst, in denen du die Dinge verdauen kannst, die du getan hast, in denen du einmal durchatmen kannst. Und vor allem, in denen du dich wirklich spüren kannst. Spür mal wieder jede Zelle deines Körpers. Und wenn der Atem richtig gut fließt, richtig großzügig, da hast du das Gefühl, dein Atem erreicht die entfernteste Stelle deines Körpers. Irgendwann ist es so, als wenn es einen atmet. Ganz von allein fließt der Atem groß und frei. Eine wahre Befreiung.
Streck die Arme wieder nach vorne aus, komm in den Vierfüßler, in den abwärts schauenden Hund. Atme hier tief ein. Tief aus. Nochmal tief einatmen und nach vorne zwischen die Hände laufen, treten oder lautlos springen, wie du möchtest. Einatmen, Adha Uttanasana, langer Rücken. Ausatmen, Uttanasana, tief nach unten. Jetzt komm hier gleich in den Stuhl. Die Füße können hüftbreit stehen oder zusammen, wie du möchtest. Beug die Knie tief, streck die Arme lang nach oben mit der Einatmung. Atme ruhig und tief, lass dein Steißbein schwer nach unten sinken, gleich das Hohlkreuz aus, setz dich gern ein bisschen tiefer. Einatmen hier. Ausatmen, in den Stand kommen, Arme an die Seiten des Körpers, Finger hinterm Rücken verschränken. Einatmen, sanft die Arme nach hinten unten strecken, Schulterblätter fließen in den Rücken hinab. Herz heben, ausatmen, Knie beugen, nach unten in die Vorbeuge. Sehr schön. Mit gebeugten Knien streck hier einmal nur dein rechtes Bein, linkes Knie noch tiefer beugen, Arme nach links rüberfallen lassen, Brustkorb nach rechts öffnen. Tief ein durch die Nase. Aushauchen durch den Mund. Zurück zur Mitte, einatmen. Rechtes Knie tief beugen, linkes Bein aktiv gestreckt, Arme fallen nach rechts rüber, Brustkorb öffnet nach links, linke Schulter öffnen. Ein durch die Nase, durch den Mund. Komm wieder zurück zur Mitte, löst die Arme zum Boden, schüttel einmal aus, Arme, Schultern, Kopf ausschütteln, Lippen ausschnauben. Setz die Hände direkt vor dir, schulterbreit ab für die Krähe. Komm ganz hoch auf die Fußballen, Fersen richtig hoch. Setz deine Knie so hoch wie möglich an den Oberarmen oder in den Achselhüllen. Blick nach vorne. Und der Blick nach vorne zieht dich mit dem gesamten Gewicht nach vorne, bis du einen Fuß abheben kannst, den anderen Fuß abheben kannst für die Krähe. Hier kannst du, wenn du möchtest, aktiv zurückspringen in Chaturanga. Achtung, nicht ins Brett, sondern in Chaturanga zurückspringen. Nur wenn du sehr geübt bist. Atme hier tief ein. Mit der Ausatmung blitzschnell die Beine strecken, ausatmen und nach hinten in Chaturanga. Gleich die Ellbogen beugen dafür. Oder du trittst ganz entspannt zurück und fließt durch dein Vinyasa. Von hier auch aus Chaturanga, aufwärts schauender Hund, abwärts schauender Hund. Im Hund hinten den Kopf einmal ausschütteln. Nein, 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 nein. Tief ein durch die Nase. Und aushauchen. Sehr schön. Mit der nächsten Einatmung dein linkes Bein aktiv nach hinten rausstrecken. Den linken Fuß nach vorne schwingen zwischen die Hände. Hintere Ferse seitlich flach. Der rechte Arm führt dich über vorne, über oben, nach hinten in den Krieger 2. Streck gleich dein vorderes Bein. Präparier dich für Trikonasana, fürs Dreieck. Zieh mit dem linken Arm lang nach vorne, Beine gut gestreckt. Und setz die linke Hand aufs Schienbein oder Handrücken der linken Hand innen am Schienbein absetzen. Der rechte Arm strebt weit nach oben. Beide Flanken, auch die untere Flanke, deine linke Flanke, ja, die seitlichen Rippen links unten, zieh die nach vorne. Und hol die seitlichen Rippen auf der rechten Flanke so ein bisschen rein. Zieh den Nabel nach innen. Zieh gerne im Dreieck in Trikonasana hier Mula Bandha hinten. Sitzknochen zueinander ziehen, Scham und Steißbein zueinander ziehen. Nabel nach innen, sehr schön. Und dann nimm die obere Hand an die Hüfte. Beug das vordere Knie, taste dich mit den Fingerspitzen der linken Hand weiter nach vorne. Komm in Adha Chandrasana, in den Halbmond. Einfach nach vorne aufs Standbein, sehr schön. Heb dein hinteres Bein horizontal zum Boden, flex gleich den Fuß. Lass die Zehen des hinteren Fußes eher nach oben zeigen. Streck den rechten Arm jetzt lang nach oben. Atme ruhig und tief. Spiel gern mit deinem Blick. Kannst nach unten schauen, zur Seite schauen, nach oben schauen. Alles ist gut. Atme tief, hochkonzentriert, in der Balance. Super, wunderbar, heldenhaft. Obere Hand wieder an die Hüfte, vorderes Knie beugen, weit zurücktreten in den Krieger 2 Schritt. Krieger 2, vordere Handfläche umdrehen, mit dem linken Arm nochmal lang nach vorne ziehen, einatmen. Und dann weit zurück in die Variante des Krieger 2. Atme deine linke Flanke in die Länge, immer länger werden lassen.
Dann komm wieder nach vorne und setz die linke Hand innen unten am linken Fuß ab für den Seitwinkel und komm in deinen Bind, in deine Variante, halber Bind oder vollständiger Bind. Atme hier ruhig, versuch den Brustkorb komplett seitlich zu öffnen, also die rechte Schulter wirklich zu öffnen. Löst den Bein wieder auf, einen Arm nach unten, einen Arm nach oben strecken, tiefe Einatmung hier. Ausatmen, die rechte Hand zum Boden, linken Fuß etwas mehr nach links wandern, hintere Ferse nach oben drehen. Super. Und jetzt mit der nächsten Einatmung streck deinen linken Arm über vorne, weit nach oben, Twist zum aufgestellten Bein. Lass das Gewicht des Armes oben wirken, öffne den Brustkorb nach links. Tief einatmen hier, ausatmen, Hand zum Boden, zurücktreten, abwärts schauender Hund. Einatmen nach vorne in das Brett. Ausatmen, Chaturanga Dandasana oder deine Wahl des Vinyasas. Herz heben, einatmen und zurück, abwärts schauender Hund mit der Ausatmung. Wander nach vorne zwischen die Hände. Beug deine Knie, komm ins Sitzen. Greif in die Kniekehlen. Bleib hier. Und zieh dich mal so nach vorne, ja, mit diesem Griff in den Kniekehlen, zieh dich so nach vorne, dass dein Brustkorb nach vorne kommt und der Rücken richtig lang wird. Und jetzt einatmen, nimm die Arme über vorne weit nach oben. Mit der Ausatmung nimm die Arme nach vorne und roll ganz langsam den unteren Rücken zum Boden, mittleren Rücken zum Boden, stopp. Schulterblätter bleiben in der Luft. Atme hier tief ein. Atme einmal auf komplett aus. Zieh die Bauchdecke nach innen, zieh den Nabel nach innen. Schieb den unteren Rücken in den Boden. Einatmen hier. Ausatmen, komm wieder nach vorne, als würde ich dich vorne an den Händen nach vorne ziehen. Heb die Arme wieder weit nach oben, Rücken lang, einatmen. Ausatmen, wieder langsam, Wirbel für Wirbel zurück, aber nicht komplett ablegen. Schulterblätter bleiben komplett in der Luft. Einatmen hier, auf komplett ausatmen. Einatmen, ausatmen, wieder nach vorne ziehen. Einatmen, heb die Arme. Ausatmen, wieder zurück. Einatmen hier und auf. Ausatmen und rein in den Bauch, Nabel nach innen, ganz aktiv in der Bauchmuskulatur. Einatmen, ausatmen, wieder nach vorne. Nur noch zwei Stück, einatmen, Arme heben. Ausatmen, wieder zurück. Einatmen und auf komplett ausatmen. Schieb den unteren Rücken in den Boden, Nabel nach innen, einatmen. Ausatmen, wieder nach vorne. Und ein letzter. Einatmen, heb die Arme, langer Rücken. Ausatmen, zurück. Einatmen, hier. Auf. Komplett ausatmen und halten. Halten. 5, 4, 3. Halten. 2, 1. Und ablegen. Wunderbar, geschafft. Nimm die Füße nahe der Sitzhöcker. Schieb die Füße und kräftig in den Boden. Füße parallel zueinander, vielleicht die Fersen etwas mehr nach außen. Einatmen, schieb die Füße und kräftig nach unten, heb dein Becken, komm in die Schulterbrücke. Heb das Becken weit, weit, weit nach oben und zieh dein Steißbein nach vorne, verschränk die Finger unter dem Becken. Rucke die Schultern zueinander, versuch die Arme zu strecken. Finger verschränkt, vielleicht sogar die Handflächen aneinander. So als wolltest du die Schultern links, rechts noch mehr zueinander bringen und unter dem Brustkorb verschwinden lassen. Und dann senkt das Becken wieder ab. Und jetzt kannst du dir aussuchen, ob du noch eine Schulterbrücke machen willst oder auch eine Unterschütze-Schulterbrücke, geht auch, ja, mit einem Klotz unterm Kreuzbein oder auch mit den eigenen Unterarmen dich unterstützen in der Schulterbrücke. Oder wenn du möchtest, mach ein vollständiges Rad. Such dir das komplett aus, was du jetzt möchtest, was du jetzt brauchst. Wenn du das vollständige Rad machen möchtest, nimm die Hände unter die Schultern,
Heb das Becken, komm erstmal auf die Schädelkrone am Boden absetzen und dann streck die Arme, atme aus und komm hoch, streck Arme, streck die Beine, zieh den Nabel nach innen und versuch tief zu atmen, gern durch den Mund atmen, vollständige Räder. Wenn du in der Schulterbrücke bist, atme auch hier wieder ruhig und tief, auch wenn du in der unterstützten Schulterbrücke bist. Ruhig und tief durchatmen. Und dann langsam wieder absetzen. Einmal das Becken am Boden ausklopfen, einfach den unteren Rücken, der kriegt dann so eine Klopfmassage am Boden. Du kannst auch ein bisschen seitlich ausklopfen, den unteren Rücken, einfach Becken abheben und fallen lassen. Ganz dynamisch. Streck dein linkes Bein am Boden aus, nimm den rechten Fuß auf den Oberschenkel, greif oben mit der linken Hand dein rechtes Knie und zieh das Knie nach links rüber für den liegenden Twist. Streck den rechten Arm lang nach rechts aus. Atme ruhig und tief und vor allem vollständig ein- und ausatmen. Halte im Moment die Atemleere, um hier den Twist ganz auskosten zu können. Wenn du möchtest, komm in den gebundenen Twist, liegenden Twist, indem du mit der linken Hand die Außenkante deines rechten Fußes greifst und das Bein dann ganz nach links ausstreckst. Das ist dann einfach mit gestreckten Beinen. Oder kommst in den doppelten Bind, indem du unten mit der freien Hand deinen freien Fuß greifst, unten das Knie auch noch beugen. Und dann komm in den doppelten Bind. Versuch auch hier wieder die rechte Schulter zum Boden sinken zu lassen. Löst das langsam wieder auf, komm zurück zur Mitte, streck dein rechtes Bein am Boden aus, nimm den linken Fuß auf den Oberschenkel, greif mit der rechten Hand oben dein linkes Knie. Zieh das Knie nach rechts rüber, während du deinen linken Arm ganz nach links ausstreckst. Lass diese heilsame Wirkung des liegenden Twists wirklich wirksam werden. Lass dich durchströmen von der Wirkung einer jeden Asana. Mit gestreckten Beinen, wenn du möchtest. Rechte Hand greift die Außenkante des linken Fußes und dann streckst du das Bein ganz nach rechts raus. Doppelter Bein, wenn du möchtest, mit der linken Hand unten den Fuß greifen, Knie beugen dafür. Und dann wieder hinlegen. Linke Hand, linke Schulter Richtung Boden sinken lassen. Löst das auf, kommt zur Mitte, greif in die Kniekehlen, roll vor und zurück. Über den ganzen Rücken, vor und zurück rollen. Mach die Bewegung so weich wie möglich, diese Rollbewegung. Noch zweimal und dann nimm so einen Schwung nach vorne und komm mit einem Schwung nach vorne in die Hocke. Sehr schön. Gleich in den Kopfstand. Kopfstand. Schau mal, wie erfahren du bist. Wenn du sehr erfahren bist in deinem Kopfstand, in der Kopfstandbalance, hier auf der Matte, dann kannst du jetzt in den Kopfstand kommen. Für alle, die den Kopfstand noch nicht so kennen, nehmt erstmal, kommt in den Vierfüßler, nehmt die Unterarme zum Boden, greift die Oberarme, dann verschränkt die Finger vorne ineinander, öffne die Handflächen. Leg den Hinterkopf in die Handflächen hinein, Schädelkrone am Boden. Stülp die Zehen um, streck die Beine, wander ganz nah ran. So nah ran wandern mit den Füßen wie möglich. Und die Sitzhöcker ziehen nach oben, das Steißbein zieht nach oben. Das ist auch schon eine Umkehrhaltungsvariante. Und so kannst du bleiben. Für den Kopfstand auf keinen Fall mit Schwung nach oben. Du kannst dir gerne einen Klotz unter die Füße packen. Und dann kommst du einfach ein bisschen höher mit den Füßen. Ja? Und so mit dem Klotz unter den Füßen oder sogar zwei Klötze unter den Füßen kannst du auch ohne Schwung nach oben kommen. Nimm auf jeden Fall langsam die Knie zur Brust und so hoch in den Kopfstand. Wer sehr erfahren und sehr sicher ist im Kopfstand, kann einmal einen Spagat in der Luft machen. Ein Bein nach vorne, ein Bein nach hinten runterlassen. Atme ruhig. Zieh die Schultern weg von den Ohren, dass der Nacken schön stabil ist hier. Halswirbelsäule stabil. Schultern ganz zurück in den Rücken ziehen. Fußgelenke gerne ein bisschen ums Fußgelenk rollen, wenn du möchtest.
dann wieder zurück zur Mitte und andere Seite. Anderes Bein nach vorne, anderes Bein nach hinten. Wieder zurück zur Mitte, jetzt die Beine einmal in die Grätsche im Kopfstand. Ja, nur wenn du, sind alles nur Angebote von mir. Mach das, was dir gut tut. Ganz in die Grätsche, einmal ganz die Füße flexen hier in der Grätsche. Beine wieder ganz nach oben und langsam wieder zurückkommen auf die Matte. Haltung des Kindes, komm zurück in die Haltung des Kindes. Sehr schön. Richte dich auf, setz dich zu einer Seite rüber, nimm die Füße über die Seite nach vorne, setz dich ein bisschen weiter nach vorne, greif in die Kniekehlen und roll dich zurück in die Rückenlage und roll nochmal vor und zurück hier. Mit dem Griff in den Kniekehlen vor und zurück rollen. Und irgendwann, wenn du das Gefühl hast, du bist gut ausgerollt hier und hinten, wenn du hinten bist, fühlt sich der Nacken gut an damit, dann lass die Füße überm Kopf hinten im Flug. Es gibt zwei Varianten, du kannst die Arme nach hinten zu den Füßen strecken. Ganz ausstrecken die Arme und die Füße, die Zehen und die Fußballen in die Handteller reinlegen. Dann kannst du die Fersen nach hinten schieben, versuchen noch mehr zu flexen die Füße, indem du die Fersen weit zur hinteren Wand schiebst. Deine Sitzhöcker ziehen gerade nach oben, Steißbein gerade himmelwärts nach oben. Zieh den Nabel nach innen, atme ruhig. Oder du verschränkst die Finger auf der Matte, ruckelst die Schultern ein bisschen links, rechts zueinander und atmest so deinen Flug. Für den Schulterstand versuch die Ellbogen nah beieinander zu lassen. Setz die Hände an den Rücken und versuch die Hände so tief wie möglich anzusetzen. Hier. Dann heb deine Beine nach oben in den Schulterstand. Ganz nach oben. Hier ganz aktive Beine, ganz aktive Füße. Du kannst mit den Füßen dieses Flointen machen. Ja? Zehen anziehen und die Fußballen nach oben schieben. Ruhig atmen. Den Blick entweder nach oben zwischen die Zehen oder zum Bauchnabel oder zur Nasenspitze. Kannst auch die Augen schließen. Genieß die Wirkung der Umkehrhaltung. Spür mal genau nach, was das mit dir macht. Am Anfang aktiviert die Umkehrhaltung sehr stark. Und dann beruhigt sie, wenn man sie länger hält. Komm wieder langsam mit den Füßen zurück in den Flug, über den Kopf nach hinten. Nimm die Arme auf die Matte als Bremse. Komm ganz langsam, vielleicht sogar mit gestreckten Beinen, die an der Nasenspitze langziehen, zurück auf die Matte, ganz langsam. Wenn der untere Rücken sich dem Boden nähert, beugt die Knie. Lass der untere Rücken entspannt. Setz die Füße ab. Setz die Füße mal hüftbreit ab und jetzt sogar ein bisschen breiter als hüftbreit. Ein bisschen breiter als hüftbreit. Genau. Und dann komm in den Scheibenwischer. Einfach die Knie links, rechts immer ablegen. Füße bleiben genauso, wo sie sind. Genau da, wo sie sind. Dann komm mit den Knien wieder zur Mitte. Streck die Beine aus. Für einen Fisch streck die Beine ganz aktiv. Füße pointen oder flexen, wie du möchtest. Hauptsache, da ist eine wirkliche Aktivität drin. Streck die Arme nach unten, entweder neben dem Körper oder sogar die Arme unter dem Körper ausstrecken. Dann sind die Hände, je nachdem wie lang deine Arme sind, circa unterm Gesäß. Komm erstmal nur hoch auf die Unterarme. Also hebst den ganzen Oberkörper ab, dann bist du auf den Unterarmen. Lass deinen Kopf nach hinten hängen und lass dich wieder so sinken, bis nur die Schädelkrone sanft den Boden berührt. Du hältst das ganze Gewicht aber mit deinen Unterarmen. Und jetzt versuch die Vorderseite des Herzens ganz weit zu öffnen. Atme gern durch den Mund. Ist nochmal ein Herzöffner. Wofür öffnest du dein Herz? Was liebst du über alles in deinem Leben? Wofür soll sich dein Leben, deine Energie, deine Ausrichtung öffnen?
Mach diesen Herzöffner ganz bewusst. Was liebst du? Und dann zum Schluss hier nochmal einen Löwenatmer. Atme tief ein hier im Fisch. Knautsch das Gesicht, spann alle Muskeln an. Zunge raus und raus damit. Und dann löst den Fisch wieder auf. Komm wieder in die Rückenlage. Super. Und dann setz nochmal die Füße hüftbreit auf und nimm die Füße gern auch sogar ein bisschen breiter als hüftbreit. Lass die Knie für den Scheibenwischer einmal nur nach links rüberfallen. Lass die Knie hier links, nimm den unteren Fuß, deinen linken Fuß oben aufs rechte Knie oder so ein bisschen drüber. Flex den linken Fuß dafür aktiv und lass das Gewicht deines linken Beines schwer auf dem rechten Bein wirken, dass das rechte Knie so nach unten gezogen wird. Dann merkst du eine wunderbare Dehnung in der rechten Seite der Hüfte. In dieser Gegend. Streck den rechten Arm einmal ganz nach hinten aus, zur hinteren Wand. Quasi neben deinem rechten Ohr ganz nach hinten strecken. Wenn du mehr Gewicht brauchst, verschränk das Bein komplett drüber. Also linkes Bein komplett über dem rechten Bein verschränken. Und dann komm wieder zurück zur Mitte. Füße nochmal breit stellen. Scheibenwischer nach rechts. Nach rechts fallen lassen die Knie. Unteren Fuß, rechten Fuß, oben geflext auf dem linken Knie oder ein bisschen drüber absetzen. Fuß wirklich flexen. Das Gewicht wirken lassen. Oder wenn du mehr Gewicht brauchst, vollständig verschränken, wie für Adlerbeine. Rechtes Bein komplett über dem linken Bein verschränken. Linken Arm jetzt lang nach hinten ausstrecken zur hinteren Wand. Auch den Blick ein bisschen nach links, Kopf ein bisschen nach links neigen. Ruhig atmen. Und dann löst das wieder auf. Shavasana. Komm in die Rückenlage. Lass dich ganz entspannt sinken. Kannst gern mit den Fingerspitzen hinten nochmal den Schädelansatz greifen am Hinterkopf. Den Kopf so abheben mit den Händen und ganz lang nach hinten rausziehen. Auch so ein bisschen links-rechts dabei neigen. Wenn es gut tut für die Halswirbelsäule, gang nach hinten rausziehen und dann ablegen den Kopf. Gern einmal gähnen, um die Kiefermuskulatur zu entspannen. Und der Kiefer hängen lassen. Ganz weit im Rachen. Dann die Lippen etwas befeuchten. Die Lippen etwas voneinander lösen. Arme ganz entspannt an die Seiten des Körpers. Zehen zeigen nach außen, fallen nach außen weg. Dann sind die Hüften entspannt. Und dann gönn dir ein paar Augenblicke lang eine tiefe, tiefe Entspannung. Der Zustand, in dem wir unserem Wesenskern am nächsten kommen. Wenn du alle Muskeln hier komplett entspannt nach unten schmelzen lässt, dir selbst die Erlaubnis gibst, wirklich loszulassen. Dann kann deine Seele aufatmen, kann alles, was nicht zu dir gehört, von dir abfallen, kannst du wie Ballast über Bord werfen. Und genieß diese unendliche Freiheit und Weite, die sich öffnen in deinem inneren Horizont, in dieser tiefen Entspannung in Shavasana.
dann ganz langsam komm wieder zurück. Spür dich wieder, spür deinen Körper wieder, deinen Atem wieder. Atme ganz tief ein, ganz tief aus. Mach Bewegung mit den Händen, den Füßen, wenn du möchtest. Streck dich lang, lang, lang nach hinten aus. Und wenn du soweit bist, zieh die Knie an, komm über die Seite, langsam nach oben, in den aufrechten Sitz. Und hier angekommen, roll einmal die Schultern über vorne hoch zu den Ohren mit der Einatmung. Roll die Schultern über hinten tief nach unten. Nimm die Hände vor das Herz. Lass uns diese Praxis versiegeln mit 3 Ohm. Atme tief ein. Tief aus. Einatmen zu Beginn. Namaste.